Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir haben das letzte Mal Becker gestellt und seine Machenschaften aufgedeckt. Und in der Presse, dass er uns den Geheimweg verrät, den seine Schurkenbande nimmt. Den hat er uns gesagt. Vermutlich. Vielleicht ist es auch eine Todesfalle. Wir sind jetzt im Tempel des der purpurnen Flamme und hier sind Untote am Werk. Auf jeden Fall, ja, hier müssen wir anscheinend hin. Ich bin auch nochmal zurückgegangen. Felder von Roland. Hier rechts war ja ein Durchgang, der nach unten ging. Ja, da bin ich mal rein. Hab mich mal umgeschaut, weil ich dachte, irgendwas mit Goblins fehlt dir doch noch und so. Deswegen geh doch mal dorthin und mach irgendwas mit Goblins. Aber nein, da war nichts. Da war tatsächlich noch ein Schalter, den ich umlegen konnte. Und eine geheime Höhle war da, den ich aufstoßen konnte. Auf die habe ich überhaupt nicht mehr geachtet, tatsächlich. Das ist mir da zufällig aufgefallen. Aber dann war das Sackgasse. Also es ging da nicht viel weiter. Aber da gibt es viele Sachen zum Sammeln. Dadurch konnte ich mir ein paar Deals neu freischalten. Das war ganz nett. Aber ja, tatsächlich das hier der einzig wahre Weg, wie es weitergeht. Die Pflanze sieht komisch aus. Und da ist ein Zombie. Und da ist ein Zombie. Ein Zombie, durch den ich durchlaufen kann. Verdächtig. Aber scheinbar alles okay. Speichere. Das ist immer verdächtig, wenn irgendwas speichert. Großer Hauptraum. Hier geht's. Oh, wer bist du? Als ich hier ankam, war alles in Dunkelheit gehüllt. Der Meister dieses Ortes erlaubt mir, den Ort zu erhellen. Seitdem besuchen immer mehr Reisen diese Hallen. Der Meister dieses Ortes. Okay, du kümmerst dich also ums Licht hier. Well done. Good job. Good job. Da links sind eher Räume, da rechts sind eher Höhlen. Dann gehen wir doch erst. Oh, was? Ah! Bettlaken, fliegende Bettlaken. Ah, Schwäche ist Dunkelmagie. Wir haben keine Dunkelmagie. Wir haben auch keine Lichtmagie. Magischer Widerstand. Gut. Macht nichts. Wir haben ja bloß einen Magier. Körperlicher Konter. Das ist schon schlechter. Dicke Tierhaut gibt's hier. Du hast körperlichen Widerstand. Dann kriegst Magie. Und du hast den anderen Widerstand. Ja. Und hier gönnen wir uns auch dicke Tierhaut. Oh, Widerstand bedeutet. Ah, doch. Bedeutet Widerstand Immunität, ist die Frage. Scheinbar. Das ist schlecht, weil wir haben noch keine Magiefähigkeiten außer. Oh, das tut jetzt weh. Knappes Ding. So langsam bräuchte ich mal wieder ein Sternlevel, weil so langsam brauche ich neue Skills. Da sind Geister drin. Hallo, lieber Besucher. Wie gefällt euch meine Flammen? Leider sind sie noch nicht stark genug für den Leuchtturm. Ich habe noch viel zu tun. Dunkelwiderstand, ja, okay. Mhm. Well done, well done. Wasserpfütze. Schau dir das ganze Wasser an, das hier reinfließt. Der Ort steht kurz vor dem Zusammenbruch. Dieser Ort ist mindestens ein Jahrhundert alt. Ich hoffe, er hält noch ein paar Stunden durch. Verdächtig, ein so riesiger Raum und hier passiert nichts? Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Oh, oh, die haben mich jetzt erschrocken, weil die konnte ich halt nicht sehen. Ah, der verwendet nur magischen Konter, weil Magie der erste Angriff war. Vermute ich zumindest. Alle heilen dann. Weil dann soll Magie auch beim Oberen der erste Angriff sein. Genau, weil jetzt haben sie magischen Konter aktiviert und dann können wir sie physisch fertig machen. Was? Nicht zu stehen.
Damit könnte ich den Konter wegmachen. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Okay, hier ist ein Hebel. Ah, wir müssen auf beiden Seiten durch. Erst dann können wir dieses Tor öffnen. Okay, sehr gut. Ja gut, das ist ein klassisches Rätsel, kennen wir aus vielen Super Nintendo-Spielen. Erst links rum, dann rechts rum, zwei Schalter, ein Tor. Super, wollte ich sowieso. Ich wollte ja sowieso in beide Richtungen. Wir wehren erstmal ab. Genau, erst Wasser. Mach die falsche Verteidigung. Dicke Tierhäute, die brauche ich dringend. So, Ziel erreicht. Machen wir euch fertig. Mit schönen Angriffen, die in die Psyche gehen. Nicht in die Psyche, ins Physikalische. Dots funktionieren anscheinend auch. Schön die FP sammeln. Ich habe nämlich auch schon Stufe 2 für alle Skills bekommen. Wodurch ich ja noch stärker wurde. Da liegt ein Zombie. Der will sich aber nicht aufstellen. Hier ist auch schon einiges durchgebrochen. Speichere. Oh, da vorne sehe ich schon, da sind Zombies. Hier könnte immer so eine Geheimwand sein, die man einrennen kann. Das muss man halt auch immer mal genauer anschauen. So, hier sind Zombies. Die werden aufwachen. Da bin ich mir 100% sicher. Das sieht doch... Genau, das sieht doch schon so aus. Oh, das wollte ich gar nicht. Gut. Ah, einer ist gelähmt. Na, das ist doch schön. Gebt mir euren Stuff! Und geht sterben! Ich gehe, glaube ich, gerade auf den Gelähmten. Das ist nicht so das... Oh! Die ist down! Crazy! Na gut, sie hat immer noch zu viel... Ja gut, aber dann können wir wenigstens tauschen. Poesie-Marsch! Okay, die... teilen einiges an Damage aus. Und halten was aus. Das sind halt die nächste Art von Gegner. Ja gut, und wenn wir in den Modus reinkommen, ist es natürlich ganz schlimm. Ja, das macht nichts, wenn jemand drauf geht. Oh! Perfekt, das war sogar der richtige Weg. Ich wollte gerade sagen, ich bin da hängen geblieben. Konnte man da was machen? Okay, das Tor ist auf, aber da rechts habe ich noch nicht geschaut, oder? Ich bleib da immer mal an der Wand hängen, da denke ich mir immer, geht's da durch, oder? Moment. Also, ich bin unten entlang. Hier geht's doch durch. Und da rechts ist noch eine Truhe. Sehr gut. Angriff Overdrive. Okay, wir haben schon lange keinen Sternlevel mehr bekommen. Das hätte ich mal gern wieder. Neue Skills, ich brauche mehr Skills. Um Variationen zu bekommen, um wieder runter zu coolen. Okay, das sieht bosshaft aus. Das sieht bosshaft aus. Da wird jetzt was passieren, oder? Nicht? Neues Gebiet? Nein. Oh, da, Zombies und Geist.
Geist muss erstmal mit Magie angehittet werden. Ja. Oh shit, das ging ja auch auf den Geist. Ja, Mist. Gut, dann kümmerst du dich um den Geist. Ah, du hättest dem das Zeug wegnehmen können. Gift auch noch. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Jetzt geht's aber zur Sache. Was ist daneben? Ach, der ist jetzt down. Ich kam nicht mehr dran. Der hat zu spät. Konnte heilen. Blütensturm auf den. Das Gift ist too strong. Der Gegner hat immer noch körperlichen Widerstand. Was machen wir da? Mal bestehen. Wie kriegen wir das weg? Halt, wir haben noch jemanden, der Magie kann. Neben mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das Läutern nicht geht, generell, oder... Wir sind halt gerade... Ah ja, Langfinger brauchen wir. Ja, ich wollte eigentlich tauschen. Aber das musste ich machen, weil sonst hätte es jetzt wehgetan. Abwehr? Tauschen. Genau, das ist doch ein Magieangriff. Oh, das war wichtig. Die sind lästig, wenn sie mal die richtige Immunität bekommen. Ah. Da können wir auch dagegen rennen. Lähmungstreffer. Road. An deiner Stelle würde ich sofort umkehren. Ich bin meinem Meister dankbar, dass ich hier bleibe und die Flamme erforschen darf. Doch er ist zu anderen Besuchern überhaupt nicht freundlich. Ja gut, das interessiert mich tatsächlich rein gar nicht. Wir wollen deinen Meister mal sprechen. Oh ja. Ah ja. Speichere. Och, was für eine Arena. Der Meister des Tempels. Macht erstmal das Licht aus. Wow. Okay. Der ist groß. Hat keine Schwächen, nichts. Druff. Bossfight. Erstmal beklauen. Silberne Brustplatte. Sehr gut. Rüstungsbrecher. Okay, der kann zuhauen. Er sollte sich auf Heilen konzentrieren. Bisschen Cooling. Cool, cool. Dann machen wir unseren Ultra-Move. Ich finde es halt einfach bei dem Ultra-Move super, dass er halt richtig viele Debuffs draufhaut. Was war das? Alle Heilen. Die Angriffe sind voll schwach, kann es sein? Bei Bossen sieht man keine Lebenspunkte. Verdrehte Vision. Okay. Eine Flammenkugel mit Wasser. Hm.
Danke. Meine TP geheilt. Nice. Tatsächlich glaube ich, muss Sienna austauschen. Alle heilen. Wir brauchen TP. Und das kriegen wir nur über eine andere Art. Warum ist alles günstiger? Ist das auch ein Overdrive-Effekt? Ja, wir müssen unbedingt wieder runter mit dem Overdrive. Das passt. Sie muss ausgetauscht werden. Das passt auch. Ich brauche TP-Regen. 6 Runden lang ist die Stufe 2. Nicht zwingend irgendwas zu machen. Wir können hier mal tauschen. Giftschuss. Jetzt wieder ein Rüstungsbrecher. Dann machen wir mehr Damage. Wir müssen ein wenig abkühlen. Du kannst wieder tauschen. Dadurch kühlen wir ein bisschen. Und Wasserangriff. Abwehr. Was ist gerade... das ist alles schlecht. Abwehr. Buff wäre optional. Wir haben keine Buffs. Jetzt hätten wir einen Buff. Jetzt wird kein Buff mehr benötigt. Es ist nur Pandemie. Okay. Schon wieder. Einer explodiert an und hat LP-Regen gemacht. Und dann machen wir erst die Flammenkugel kaputt. Sprengt sich in die Luft und das andere Haar. Oh, das ist gut für. Da wissen wir schon, wer es kriegen soll. Ganz normaler Angriff, damit du TP sammeln kannst. Rüstungsbrecher. Sehr gut. Können wir gebrauchen. Genau, und du musst einen Powerschuss nach hinten machen. Oh, da wäre sogar ein Pilz gewesen. Hä, warum hat er dich nicht geheilt? Du hast doch gerade Leben bekommen. Naja. Alles Rick-Team. Ah, wir könnten einen Ultra-Move machen. Was kannst denn du für einen Ultra-Move? Das hört sich auch gut an für den Kampf. Body Dime! Wow. Habe ich gerade 999 lebend gesehen? Nein, die TP wurden alle komplett regeneriert. Nice. Das ist dann mächtig tatsächlich, muss ich zugeben. Druckpunkt. Und Gift draufhauen. Geschicklichkeitsbrecher, Rüstungsbrecher. Jawohl, wieder abkühlen. Unterbrechung, was? Achso, wir gehen in eine andere. Wieder zurück. Von Schatten, was für Zeugs? Das ist doch gut. TP-Hain, ah. Na gut.
Das hat wehgetan. Wir bräuchten mal wieder einen guten Heal. Guter Heal. Overdrive. Ja, da müssen wir ja auch drin sein. Wir waren draußen. Das ist nicht gut. Ach, tauschen wir mal. Ja, komm. Ja. We finished him. Der Meister ist besiegt. Wir waren siegreich. Ah, ein Grimoire-Splitter. Endlich. Ah, finally. Endlich können wir was lernen. Hier sehen wir schon, das ist alles nicht so beeindruckend. Ich brauche alternative Attacken. Sowas. Oder sowas. Oder sowas. Dass ich halt viel Auswahl habe. Aber generell finde ich LP erhöht nicht schlecht, wenn ich da meine Auswahl so betrachte. Jawohl. Und alle Stats verbessern. Bei ihr gibt es nicht viele Möglichkeiten. Angriff, Blindungswiderstand, Windwiderstand, TP erhöht. Ja gut, dann kann sie viel zaubern. Jawohl. TP sparen. Ohne, Ah, er hat doch hier was. Gewährt eine Stärkung, die 500 lang bei jedem Treffer TP generiert. Das ist doch eine alternative Attacke. Sie hat schon alle Attacken, Untotenkiller und sowas. Nee. Angriff. Plane. Ist was Feines. Jawohl. Er braucht die Sprengfalle. Ist eine Alternative. Jawohl. Und er... Bonus. Ich trage lieber schwere Rüstungen. Aber Abwehr Plane ist... glaube ich besser. Gut, dadurch wurden sie alle besser. Alle wurden sie besser. Sehr gut. Okay. Ah ja, und wir haben eine Rüstung bekommen. War das eine silberne? War das nur eine silberne Brustplatte, die wir bekommen haben? Die wurde so gehighlightet? Naja. Aber besser als nichts. Hier ist Zeug. Lichtangriff. Lichtangriff. Wollen die mir sagen, ich soll Lichtangriff nutzen? Lichtangriff 3. Okay, das ist aber nicht so toll. Verursacht Schwächeschaden. Und 0% zusätzlich. Wir machen es trotzdem. Wenn uns das Spiel schon das gibt, warum nicht? Okay, wo sind wir? Da sind wir. Jetzt kommt ein kleiner Höhlengang mit mehreren Tunnels. Kleinen Tunnels allerdings. Müssen wir schauen, ob wir hier versteckte Sachen finden. Oho. Schau da oben, der Nachthimmel. Wir sind fast weg von hier. Glenn? Stimmt etwas nicht? Nichts, mir geht's gut. Es war ein langer Tag. Vielleicht sollten wir rasten. Lenny hat recht. Bei Nacht ist Cortara besonders gefährlich. Da ich gerade keine Gefahren in der Nähe vernehme, sollten wir wohl wirklich eine Pause einlegen. Ich gehe vor und schaue, ob ich ein wenig Feuerholz vor der Höhle finde. Ah, jetzt rasten wir. Chillig. Und so passierte es, dass wir den Palast gemeinsam erreichten.
Also war es Schicksal, dass wir mit vereinten Kräften das Biest gemeinsam vernichten konnten. Ein Schwert am weniger und diese rotäugige Kreatur hätte uns gefressen. Der Einfluss des Schicksals endete da ja nicht. Nun helft ihr mir, Tormund zu erreichen. Ich stehe in eurer Schuld. Ihr wisst, wie man Dankbarkeit zeigt. Das tue ich. Ihr werdet es nicht bereuen, mein Wort. Was habt ihr in Farnsport gemacht? Ich meine, eine Prinzessin, die als Stadtwache arbeitet, sieht man eher selten. Ich hatte meine Gründe, das Schloss zu verlassen. Ich war zu lange eine Gefangene seiner Mauern. Es war Zeit, mehr von der Welt zu sehen. Und das Königreich kam ohne Prinzessin klar. Ich wusste nicht genug über Valandis oder seine Bewohner. Wie ich damals war, so hätte ich dem Volk nicht gerecht dienen können. Eine sehr liberale Einstellung, das muss ich zugeben. Mein Bruder ist nicht anders. Das Wohlergehen des Volkes ist seine höchste Priorität. Am Ende wird meine Anwesenheit im Farnsport ermöglichen, meinem Bruder die Wahrheit zu sagen. Ich schätze also, dass es die richtige Entscheidung war. Ich frage mich, ob er eure Wahrheit hören möchte. Das ist das letzte Feuerholz. Es sollte für heute Nacht wohl reichen. Das Holz eines Ariana ist perfekt für ein Feuer. Seine Flammen sind mächtig und halten lange. Du scheinst das ein oder andere über Lagerfeuer zu wissen. Bist du nicht der Sohn eines Lords, ungewöhnlich für einen Mann deiner Herkunft? Die Söhne des Hauses Rhymer müssen ein Jahr in den Wäldern trainieren. Wieso? Tradition. Das klingt sehr untypisch für einen jungen Mann deiner Herkunft. Das heißt, einer meiner Vorfahren wäre einst von einem Feind aus dem Schloss gejagt worden. Er versteckte sich ein Jahr im Wald und wurde für tot erklärt. Im Geheim baute er einen Widerstand auf und war in der Lage, das Schloss Rhymer zurückzuerobern. Dass er Jäger war, ist der Grund, dass unser Blutlinie noch existiert. Seitdem müssen alle Nachfahren als Jäger trainiert werden. Und was ist mit euch beiden? Kilian? Glenn? Ihr meintet, ihr werdet Söldner? Panel 1. Oh, ein kleiner Bug. Wir sind Söldner des Bundes des Eisernen Bullen. Oh, der Name ist mir wohl bekannt. Ihr wart recht berühmt. Ja, manchmal war unser Name allein genug, damit der Feind seine Waffen niederlegte. Ihr sprecht in der Vergangenheit. Wir waren in den Kampf von Wernshire involviert. Taryn hatte die Stadt erobert und wir haben sie für Gravos zurückgefordert. Und wie du gehört hast, ist das nicht unbedingt gut ausgegangen. Die Explosion, die alles verschlang. Unser guter Name wurde durch den Dreck gezogen und wir haben Aufträge verloren. Deswegen nahm unser Kapitän die Mission überhaupt erst an. Wir kämpften uns durch die Frontlinien und schnitten den Nachschub an Äther ihrer Kanonen ab. Es war eine Selbstmordmission, aber uns wurde viel versprochen, Geld versprochen. Es war dumm von uns. Aber wir dachten zu der Zeit, wir wären die Größten, unbesiegbar. Wir dachten, wir wären unsterblich. Und dann ist das Schlimmstmögliche passiert. Und ohne den Sieg in Wernshire gab es keine Bezahlung. Kilian war die rechte Hand des Kapitäns und ich war ein Himmelsreiter. Jetzt sind wir die einzigen Überlebenden der Schlacht. Danach sind wir zu den freien Städten zurückgekehrt. Das war das Ende des Bundes des Eisernen Bullen. Du weißt genau, wie ich das sehe. Solange wir am Leben sind, existiert auch der Bund des Eisernen Bullen. Aber es sind nur noch du und ich. Die rechte Hand eines toten Mannes und ein Himmelsreiter ohne Himmelsrüstung. Solange ich atme, werde ich den Bund nicht aufgeben. Und was hattet ihr im Palast zu suchen? Ich glaube, das ist eine Geschichte für ein weiteres Lagerfeuer. Er hat recht. Wir sollten etwas Schlaf suchen. Morgen wird ein langer Tag. Schlaft gut. Okay. Hier kommen wir raus. Betritt Kortar. Schnellreise. Kortara-Gebiet. Gebirge. Die Melodie erinnert mich an Terranigma. Cooler Beat. Auch wieder so. Oh, oh, oh. Oh. Aha. Wie cool. Die Musik. Amazing. Die könnte Loot sein und verstecktes Zeug. Ja, nee. Ich bin gespannt, was die neue Gegner hier... Da sind scheinbar welche. Drauf haben, wollte ich noch sagen. Wind, okay. Hornechse. Ja, wir sind jetzt in einem neuen Gebiet und sind jetzt schwach.
Verwitterter Knochen. Oh, ja, sowas können wir gebrauchen. Erstmal neue Materialien sammeln. Die können wir dringend gebrauchen. Geschwächt. Aber die Gegner gehen zum Glück. Oh, überlegt mal. Oh, geschwächt. Ihr Angriff wurde nicht ausgeführt. Ach, war das geschwächt, wo ich austauschen musste? Dann war das, glaube ich, das. Das ist, glaube ich, auch ein guter Moment gerade. Erde, Wind ist ihre Schwäche. Okay. Hexenschwanz. Zwei FP. Sehr cooles Gebiet. Neues Gebiet, neues Gebiet. Sehr cool. Erstmal Karten aufdecken. Okay, aber ich würde sagen, diese Schlucht ist riesig. Da unten fließt der Dentas-Fluss. Es ist der mächtigste Fluss auf Valantis. Pass auf, wo du hintrittst. Da wollen wir wahrscheinlich nicht reinfallen, oder? Aber ihr hört schon, die Vibes, hier geht's wild zur Sache. Beim nächsten Mal werden wir uns hier genauer umschauen. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.